Hallo und herzlich willkommen zurück zu Blade and Soul. Ja, da sind wir wieder und wir haben auch einiges vor, aber zuerst möchte ich euch doch mal Sankuya zeigen. Mal gucken, ja, das ist Sankuya. Eine Schwertmeisterin. Grazil, schön, ist eine Yun. Und habe natürlich auch lange gebraucht in der Charaktererstellung, weil ich sehr unentschlossen gewesen bin. Nimmt man das Tattoo über ein Auge? Welche Haarfarbe nimmt man? Welche Augenfarbe nimmt man? Wie macht man die Lippen? Und so weiter und so fort. Nimmt man ein bisschen Glanz mit? Lässt man Glanz weg? Und natürlich, was mich am meisten aufgeregt hat, ist immer die Taillenform. Weil die Taille ist... Man möchte halt sagen, man mag vielleicht ein gut ausgebautes Becken haben. Und natürlich sind das wunderschöne Rundungen. Aber letzten Endes kommt es dann darauf an, was man für eine Kleidung trägt. Und dann sieht es aus, als hätte man so einen dicken Hintern. Und ich meine, werte Frauen, die jetzt gerade zugucken, ich denke mal, ihr habt dafür Verständnis, ne? Ich meine, wir sind hier in einem Spiel. Wenn man sich schon einen Charakter erstellt, dann möchte man den halt nun mal seinen Ansprüchen, ne, mäßig dann so haben, wie man es sich vorstellt. Ja, so. Und jetzt machen wir weiter. Die bessere Hälfte ist jetzt schon schlafen gegangen. Die hat auch morgen wieder einen anstrengenden Tag. Aber der Marcel ist noch hier. Hallo. Genau, so. Und ich werde mich jetzt erstmal wieder in aller Ruhe unterhalten, denn die gute Nam Soo-yo ist nämlich hier. Heißt sie so? Nam Soo-yo? Ja, ja. Und unser Schwert haben wir bekommen. Also? Ihr seid unversehrt. Wundervoll. Ich hörte bereits, was ihr und Dodan mit Guan angestellt habt. Wie mutig. Ihr seid viel zu bescheiden. Alle reden über euch. Die dankbaren Dorfbewohner haben sogar ein Geschenk für euch. Es ist ein Bagua-Fragment. Es ist nicht viel, aber es kommt von Herzen. Bitte nehmt es von uns an. Ihr kennt keine Baguas? Gut. Ich hatte Angst, ihr hättet bereits ein besseres. Sie wirken auf alles Mögliche. Stärke, Verteidigung, Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, wie genau, aber sie helfen beim Training und den Kämpfen. Baguas landen in eurem Inventar. Drückt B, um den Bagua-Reiter zu öffnen. Zieht dann das Bagua und legt es in dem Feld für die Bagua ab. Oder aktiviert ihn mit Rechtsklick. Simpel, was? Klingt simpel. Sehen wir mal, wie euer neues Bagua aussieht. Ja, so, und jetzt kommt nämlich das Besondere an Blade and Soul, dass wir Baguas bekommen. Erkläre ich euch auch sofort, worum es sich darum handelt. Und zwar geht es halt nur mal um diese besonderen Scheiben, die insgesamt 8 an der Zahl ein vollständiges Bagua ergeben kann. Und wir haben hier zum Beispiel eins bekommen, nämlich ein Trainings-Bagua der Bambuswache. Und das ist halt, ja, gibt uns 10 Lebenspunkte und die Genauigkeit wird um 2 erhöht. Und der Eid der Bambuswache ist halt ein 8-stelliges Set. Das heißt, tragen wir halt 8 Teile, bekommen wir auch mehrere Bonis. Ja, zum Beispiel der Set-Effekt hier wäre bei 3 Teilen von der Bambuswache, dass unsere Genauigkeit nochmal zusätzlich um 2 erhöht wird. Bei 5 Teilen, dass unser Blocken um 7 erhöht wird. Und bei dem kompletten Bagua-Set dann, dass unsere Genauigkeit um 10 und unsere Verteidigung um 4 erhöht wird. Natürlich gibt es hier auch wieder eine Stufenbegrenzung. Wir brauchen diesmal die Stufe 3, die wir natürlich locker haben. Und setzen dieses dann einfach mal ein. So. Und das wird sehr interessant auch im späteren Spielverlauf, weil es gibt offensive Baguas, defensive Baguas und auch gibt es Berufe, die halt nun mal letzten Endes dafür sorgen, dass man sich solche tollen, besonderen Sachen dann auch erstellen kann und nehmen halt auch dementsprechend einen großen Spieleinfluss in Blade and Soul ein. So, jetzt unterhalten wir uns direkt nochmal mit dir. Wir hätten mehr vorbereiten sollen, aber es wurde so viel gestohlen. Tut mir leid, dass wir kein Bagua mit demselben Namen fanden. Baguas funktionieren am besten in Gruppen von 3, 5 oder 8 Fragmenten. Dann sind sie viel effektiver. Baguas funktionieren nur, wenn man Kleidung trägt. Die Wachen fanden das heraus. Ich fragte nicht nach. Ich hoffe, es hilft euch. Bestimmt sind alle begeistert, euch mit unserem Bagua zu sehen. Fühlt euch hier wie zu Hause. Habt ihr den Bürgermeister schon kennengelernt? Er hat bereits nach euch gefragt. Ihr solltet euch bei ihm vorstellen. Er ist sehr freundlich.
Sehr schön. Werden wir auch machen. Kapitel 4, die Bambusblüte. Und wir bekommen Beutel der Handelsunion des Drachen. Sehr cool. Erweitert Inventarlager und Garderobenplätze. Ja. Eine Umfrage ist angekommen. Bumm. Und da sind wir schon Stufe 4. Sehr coole Sache, sehr coole Sache. So, dann fangen wir erstmal damit an. Wir gehen ins Inventar. Wir haben neue Fähigkeiten bekommen. Hab ich nicht übersehen. Und werden natürlich direkt mal mit unseren drei Beuteln der Handelsunion der Drachen. Ich würde sagen, erstmal unser Inventar um 8 Plätze erweitern. Denn wie es halt immer ist am Anfang des Spiels, man hat so und so zu wenig Platz im Inventar. Garderobe und Co. kommt so und so alle später. Wir werden bestimmt alle ein bisschen im In-Game-Shop, In-Game-Shop, ja, so ist es, herumschnüffeln und uns wahrscheinlich schöne Sachen raussuchen, oder? Was denkst du, Marcel? Ja. Ja. So, und dann kommen wir nämlich zu der besonderen Waffe. Und zwar haben wir das Schwert der Hongmun Phase 1. Das Besondere an Blade and Soul ist, so wie ich es halt nun mal gelesen habe, ich kann mich jetzt auch täuschen, deswegen sind die Angaben ohne Gewehr, jedenfalls soweit ich nicht Level 45 geworden bin, ist es halt so, dass wir diese Waffe haben und auch benutzen können. Wir können dort Sockelplätze und andere Sachen nun mal eingravieren lassen. Wir können diese auch ändern lassen. Das Besondere an dieser Waffe ist, dass, wie gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, tragen wir diese Waffen bis zum Ende unseres Levels oder Max-Levels. Das heißt, diese Waffe, die wir jetzt bekommen haben, können wir immer weiter aufleveln im Laufe unseres Spiels. Und das zeige ich euch natürlich dann auch gleich. Aber erstmal haben wir ein schönes neues Schwert. So, so sieht's aus. An für sich ein schönes Schwert. Ich denke mal, wir werden das beibehalten. Obwohl, ich finde so ein graziles, längliches Schwert wie unsere Übungsfinger auch sehr hübsch. Aber wir bleiben erstmal dabei. Wir können nämlich ohne Probleme, wenn wir uns das nämlich jetzt mal angucken, unter Ausrüstung verwalten, können wir nämlich auch das Aussehen einer Waffe ändern. Und das, finde ich, ist eine wirklich tolle Sache. Die Grundkosten sind natürlich dann ein Bronze und wir haben einen Rabattkosten, ein Bronze und Vorzugsrabatt von 0%, weil wir sind ja Free-to-Play-Spieler und daran hat sich auch erstmal nichts geändert. Also wird sich vielleicht im Laufe dieses Let's Plays dann auch ändern. Für den einen oder anderen von uns. Für mich gehe ich davon aus, wenn mir das Spiel sehr gut gefällt, definitiv. Weil ich habe damit nun mal letztendlich keine Probleme, für etwas zu zahlen, was mir gefällt. Aber da gehen die Meinungen auch auseinander. Und es ist letzten Endes meine Meinung und meine Entscheidung. So, dann gehen wir mal rüber zum Haus des Bürgermeisters. Der wollte nämlich mit uns reden. Und was ich natürlich noch dazu erwähnen wollte, wir haben heute schon mal zu dritt gespielt, bloß gab es da ein paar kleine Probleme. Auf der einen Seite wollte ich das gerne alles streamen, aber letzten Endes war die Qualität dann so miserabel, möchte ich sagen. Das wollte ich euch nicht antun und deswegen mache ich es ganz normal über die Aufnahme. Meinetwegen render ich lieber 2 oder 3 Stunden, anstatt es sofort von Twitch dann hochzuladen. Aber mach mir die Mühe, damit ihr dann in Ruhe das Vergnügen habt und dieses Spiel genießen könnt. Ne? So. Und das ist also der Bürgermeister hier. Ich bin Daigu, Bürgermeister des Bambusdorfes. Und ihr? Ihr müsst die Person sein, über die alle reden. Wunderbar. Ihr habt die Kanone auf die schwarze Rama abgefeuert. Schön, euch kennenzulernen. Ich hörte, ihr wollt eine Weile bei uns bleiben. Fühlt euch bitte wie zu Hause. Für den Wiederaufbau nach dem Überfall könnten wir jemanden wie euch brauchen. Bitte helft den Dorfbewohnern. Ah, Quack Chill fragte nach euch. Er kann nicht aufstehen, daher bittet er euch, ihn im Haus der Heilung zu treffen. Das wusstet ihr nicht? Er sprach dauernd von euch. Geht zu ihm, wenn ihr Zeit habt. Danke für eure Hilfe. Werden wir auf jeden Fall machen. Wir werden mit ihm sprechen und damit ist Kapitel 5 die Genesung auch abgeschlossen und wir bekommen das Element des Trainings. Jawohl, und zwar ist das ein Material für die Aufwertung von Waffen und damit werden wir uns gleich beschäftigen. Dankeschön. Sehr schön. Geht jetzt. Jawohl. So, und so ist es nämlich dann auch, dass wir die ersten blauen Nebenquesten dann halt bekommen. Und da sage ich euch dann ganz ehrlich, die werde ich dann noch nicht vorlesen, wie auch schon das letzte Mal erwähnt. Weil es sind halt nur mal Nebenquesten und es ist ein MMO. Und ich glaube, so ein MMO hat sehr, sehr viele Nebenquesten. Und ich möchte ungern dieses LP dann in die Länge ziehen. Ich möchte euch ja letzten Endes nur einen Einblick in dieses Spiel geben, was man machen kann oder wie ich es halt nun mal spiele und halt in dem Sinne das mit meinen Kommentaren füllen und meinen Ansichten. Und deswegen werde ich dann vielleicht alleine lesen und dann in Ruhe gucken, was wir halt nun mal tun müssen. Zum Beispiel diese gute Frau möchte dann halt ein Accessoire haben, denn das ist der Schlüssel zur Schönheit.
Und dafür möchte sie dann gerne ein Schmucklein haben. Dafür braucht sie aber letzten Endes Perlen für einen erstklassigen Halsschmuck. Und den soll man nämlich dann besorgen. Die guten Perlen zumindest. Ja, die Beihilfe zur Schönheit bringt uns 300 DP. Sehr schön. So, dann kommen wir zum wichtigen Teil. Nämlich dieser gute Herr hier will uns nämlich jetzt etwas darüber erzählen, wie wir unsere Waffe aufwerten können. Und ich werde das jetzt auch ganz getrost ein bisschen überspringen. Denn das werde ich euch dann einfach anhand mit meiner Wenigkeit dann erklären. Die Suppe für den Mann. Wir bekommen Schlüssel der Hong Moon. Das ist sehr schön. Und noch ein paar Heiltränke. So, und dann geht es nämlich darum, wie können wir unsere Waffe aufwerten. Es ist eigentlich ganz einfach, egal ob ihr sie ausgerüstet habt oder nicht. Linksklick drauf, ihr geht in Ausrüstung verwalten und es ist dann das Veredeln der Waffe. Wir müssen nämlich andere Waffen oder andere Gegenstände, die man herstellen kann, finden kann, sich kaufen kann, nun mal dafür opfern. Diese Sachen werden zerstört, um in unserer Waffe die Stufen natürlich immer weiter voranzuschreiten. Natürlich gibt es bei der Waffe dann irgendwann später einen Durchbruch. Dafür braucht man wiederum gewisse besondere Materialien, wie auch zum Beispiel hier dieses Schwert des Pirschers. Dazu werden wir auch später kommen. Und dann ein Material, nämlich ein besonderes Gift. Und der Durchbruch sorgt dafür, dass diese Waffe sich weiterentwickelt und dann geht alles wieder von vorne los. Und deswegen würde ich einfach behaupten, wir können das so lange machen, bis wir irgendwann Stufe 45 sind. Das ist nämlich das Max-Level bis dato. So, der Gegenstand zur Opferung ist nämlich genau das, was wir bekommen haben, nämlich das Element des Trainings, zumindest des Trainings. Und so sieht es zurzeit aus, dass wir halt nun mal eigentlich bis, wenn wir Glück haben, 4,5 Stufen nach vorne preschen können. Das wäre das Maximum, wenn wir Glück haben, so läuft das System. Aber das Minimum ist auf jeden Fall, dass wir von Stufe 1 auf Stufe 2 kommen können. Und das ist doch wiederum sehr, sehr cool, oder? Also er benutzt auch sofort beide Steine. Wir haben natürlich jetzt die Möglichkeit, noch mehr Opferungsgegenstände hineinzulegen. Damit würde sich dann der Balken weiterhin füllen. Aber es geht halt nur erstmal bis zum Durchbruch. Danach müsst ihr es nicht weiter ausprobieren, sondern ihr müsst wirklich dann erstmal die Gegenstände beschaffen, dann den Durchbruch durchführen, um an die neue Klinge zu kommen. Und dann könnt ihr erst wieder aufwerten. So, zusätzliche Materialien gibt es natürlich auch. Hier könnt ihr nämlich einen Gegenstand platzieren, der zusätzliche EP verleiht. In dem Sinne Erfahrung, damit das alles ein bisschen schneller geht, haben wir alles nicht. Und würde sagen, wir veredeln das gute Stück denn mal, denn das kostet uns auch dann noch 2 Bronze. Teilweise verstärkt und somit besitzt unser Schwert schon mal Phase 2. Sehr schön, oder? So, das war's dann erstmal zu den Schwertern. So, dann können wir uns natürlich direkt mit dem nochmal unterhalten, dass wir es dann auch geschafft haben. Und er freut sich natürlich auch darüber. Und dann geht unsere Reise auch direkt weiter. Und Marcel ist schon Stufe 9. Du Sack, du. Suchti heißt das, nicht Sack. Ja, natürlich, Suchti-Sack. Kennst du das nicht? Nee, Sack-Suchti nur. Sack-Suchti? Jetzt müssen wir mal gucken, ich muss zum Haus der Heilung. Wow, okay. Jetzt muss er ganz schön nachladen hier, ne? Sehr schön. So, gucken wir doch mal. Mit dir müssen wir reden. Warum denn? Achso, weil er Hunger hat, ne? Genau, die gute Krabbensuppe. Die kriegst du natürlich, kriegen wir noch mehr Schlüssel und Heiltränke und natürlich Erfahrung. Und dann geht es direkt weiter mit unserer Hauptaufgabe. Und da werden wir natürlich direkt wieder in einen instanzierten Bereich geschickt. Da muss man auch dazu sagen, wenn ihr zusammenspielt, wundert euch nicht. Diese instanzierten Bereiche sind eure persönliche Hauptaufgabe. Das heißt, der Marcel könnte jetzt nicht einfach hier reinkommen und neben mir stehen, auch wenn wir denselben Questfortschritt haben und er hier auch rein müsste. Jeder ist hier für sich. Und ich glaube, in dem einen oder anderen Gebiet, genauso was dann später auch kommt für die persönlichen Klassenfortschritte, dass man halt nun mal lernt, wie man Kombos ausführt und besondere andere Gegenstände entwickelt, einsetzt und so weiter, da ist man wahrscheinlich auch alleine. Aber davon erstmal genug, wir unterhalten uns. Der arme Quack Chill ruft schon den ganzen Tag nach euch. Danke, dass ihr kommt. Er ist hinter euch. Ihr brachtet ihn nach dem Angriff zu mir. Er bestand darauf, euch persönlich dafür zu danken. Er wird länger nicht aufstehen können. Vielleicht wird er sich nie ganz erholen. Bitte geht zu ihm. Ja, der Arme. Diese miesen schwarzen Rammen. Das ist der gute Junge, den wir gerettet haben vom Strand. Und er will sich bei uns bedanken, ist doch nett.
Ich danke euch. Helft mir bitte hoch, damit ich mich vor euch verbeugen kann. Ich hab's echt versucht. Ich rannte so schnell ich konnte, aber sie erwischten mich. Ich wollte ein Held sein. Tut mir leid, dass es so viele nicht zurückgeschafft haben. Ich bin bald wieder fit. Es ist nur ein Kratzer. Bald kämpfe ich wieder. Ihr werdet sehen. Da wollen wir es hoffen. So, und dann einmal wieder zurück, denn wir können dem guten jungen Mann helfen. Der arme Quackchill kann vielleicht nie mehr gehen. Er halluziniert bereits den ganzen Tag lang. Es schmerzt mich, ihn so zu sehen. Seit die schwarze Ramme seine Schwester tötete, ist er härter zu sich selbst als je zuvor. Er gibt sich die Schuld. Mit dem richtigen Heilmittel könnte ich helfen, aber die schwarze Ramme hat unsere Vorräte geplündert. Wenn ich das Hilfsmittel nicht rechtzeitig bekomme, werden seine Knochen schief zusammenwachsen. Ich brauche Hilfe. Ihr seid zu großzügig. Geht zum Bambusstand. Ich brauche Extrakt von Sandschneckenmuscheljungen. Vielen Dank. Bringt es mir und ich erledige den Rest. Aber seid bitte vorsichtig. Das werden wir sein. Wir können ihn retten. So, das heißt, wir müssen einmal Perlen sammeln und wir müssen einmal, ja, die süßen Schnecken da umhauen, ne? Auf geht's und schaut euch das an. Es ist so eine schöne Welt, gerade wenn gutes Wetter ist. Einfach nur zu schön. So, da haben wir schon die ersten Schneckchen. Zack, und dann ist die erste direkt platt. Jawohl, Nummer 1 haben wir. Ja, zu den neuen Fähigkeiten muss man dazu sagen, wir haben halt nun mal einen AOE. Das ist der Lunarhieb. Den kann ich euch natürlich auch direkt mal demonstrieren. Der kostet uns Fokus. Wie ihr anhand unten der Anzeige kennt, ist das natürlich unsere Lebensbalken, unser, ja, LP, ne, Lebenspunkte. Wir haben darunter unser Windwandeln, das sorgt dafür, dass wir halt nochmal sprinten können und in der Mitte ist unser Fokus. Und der Fokus wird dafür benutzt, wo wir unsere 10 Punkte haben, ich glaube es sind 10, keine Ahnung, oder mehr, dass wir besondere Fähigkeiten einsetzen und die regenerieren wir unter anderem dann zum Beispiel durch die automatischen Angriffe der linken Maustaste. Die Besonderheit an dem Klingenmeister ist es halt nun mal... Schwertmeister? Klingenmeister? Marcel? Klingenmeister ist es nämlich, dass er Angriffe blocken kann. Und nach diesem Blocken können wir natürlich dann direkt letzten Endes kontern mit unserer rechten Maustaste, was gerade nicht angezeigt wird. Wir haben jetzt noch Vorstürmen dazu bekommen, was ein sehr toller Spell ist, einfach um große Distanzen sehr schnell zu überwinden und immer dann am Gegner zu bleiben. Und natürlich dann auch der Sensenhieb, der natürlich einen 3 Meter AOE-Bereich halt vor sich gibt im Halbmondkreis. Und der dann für 2 Sekunden alles, was vor uns herumkrabbelt, umwirft. So, damit ihr da dann schon auf dem Laufenden seid. Ach so, genau. Und wir haben natürlich noch unsere aufsteigende Falke, in dem Sinne unsere Wurfmesserchen. Und das ist eigentlich schon eine ziemlich coole Sache. Müssen wir mal gucken. Das werde ich mir auch noch umlegen, weil das ist auf Z und das ist alles andere als schön. Oh, jetzt habe ich zum Beispiel zu spät geblockt. Aber egal. Das kriegen wir hin. Wir spielen ja nicht unbedingt hier perfekt. Aber wir wollen es natürlich so gut wie es geht halt nun mal versuchen. Jawohl, es liegt auf dem Boden, da können wir nochmal drauf treten. Also man sieht, es ist halt wirklich ein Kombo-Punkte-System und das ist das, was halt nun mal am Spiel so interessant ist. Also man kann hier wirklich mehrere Kombos miteinander ausführen und ich habe auch schon mich ein bisschen durchgelesen, was das angeht. Jetzt sammeln wir gerade noch ein paar Perlchen. Oh, Perlchen sammeln ist so cool. Dass man wirklich dann bis zu 20 oder ich glaube 30 Kombinationen hintereinander einsetzen kann, wenn man halt nur mal gut ist und nicht unterbrochen wird oder auf irgendwelche Sachen reagieren muss. Und das geht dann halt schon richtig übel ab. Jawohl, aber das klappt. Wie geschmiert. So, sich noch eben eingepackt. Dann brauchen wir noch 2. Also, das wird schon. Und ansonsten ist es relativ einfach, muss man dazu sagen. Also, man klickt sich halt ein bisschen durch. Der Schwierigkeitsgrad wird sich, denke ich mal, im Laufe der Zeit natürlich dann auch noch ein bisschen erhöhen. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Und ich weiß ja nicht, wie es bei dir gerade ist. Mein Level Stufe 10 Marcel... Aber ich denke mal, der Schwierigkeitsgrad wird auf jeden Fall zunehmen, klar. Warum denn auch nicht, ne? Wäre langweilig sonst. Eben.
So, da müssen wir mal gucken. So, ihr seid zurück. Gebt mir bitte das Extrakt. Werden wir doch gerne tun. Ausgezeichnet. Das ist mehr als genug. Damit kann ich Guakchil behandeln. Unglaublich, wie gesund ihr aussieht. Als euch Dochun brachte, dachte ich, ihr überlebt keine Stunde mehr. Ich sehe, ihr tragt den Namen der Hongmun-Schule zurecht. Oh, der Hauptmann war da. Er möchte euch sehen. Natürlich war der Hauptmann da, wo wir gerade natürlich die Krabben ein bisschen umgeschnetzelt haben. Aber nun gut, so soll es sein. Das heißt, wir müssen wieder zurück ins Bambusdorf. So, auf geht's. Wir werden auch diesmal nicht windwandeln, denn ja, wir können ja mal eben zackig rüberflitzen. Das Einzige, was natürlich noch ein bisschen komisch ist, auch wenn ich halt die Grafikeinstellung wirklich auf maximal habe, ohne jetzt irgendwie zu lügen. Ich weiß nicht, wie es halt noch höher gehen sollte, aber ich meine, in den erweiterten Einstellungen, es sieht halt schon wirklich schön aus. Es ist einfach nett. Es ist nett. Aber letzten Endes dann mit der Aufnahme dann natürlich auch dementsprechend halt auch die Ladezeiten. Ne? Da müssen wir mal gucken, wie wir es hinkriegen. So, aber erstmal wollen wir natürlich der Beihilfe zur Schönheit abschließen. Gibt natürlich wieder Erfahrung und dann geht es natürlich wieder direkt wieder ab ins Haus, wo wir das so willkommen. Okay, ja. Wo war doch so willkommen gehießen worden. Ja, so. Ah, Jihan, da seid ihr ja. Seid ihr unterwegs zufällig Dodan begegnet? Ich habe eine Botschaft für den Bürgermeister, der in den Norden nach Ewigdämmer aufgebrochen ist. Dodan sollte sie überbringen, aber er ist verschwunden. Seid ihr sicher? Ewigdämmer ist gefährlich für die, die es nicht kennen. Und ihr seid gerade erst von euren Verletzungen genesen. Okay, er hört auf zu reden. Die Schüler der Hongmun-Schule verfügen, wie gesagt, über große innere Stärke. Ich denke, ihr kommt in Ewigdämmer schon zurecht. Ihr solltet gleich aufbrechen. Ewigdämmer liegt direkt vor dem Dorf. Sucht dort den Bürgermeister. Das werden wir machen, in Ewigdämmer. Eure Entschlossenheit gefällt mir. Unter Kriegern werden Jans, die Großes geleistet haben, Jansei genannt. Ui. Ich sehe hier wohl gerade einen Jan zum Jansei werden. Sucht Gong Sam Sik in unserem Vorposten in Ewigdämmer. Er weiß vielleicht, wo der Bürgermeister ist. Machen wir doch gerne. So, und damit haben wir direkt die nächste Aufgabe. Und da haben wir direkt den Ruf der verfeindeten Fraktion. Das müsste das PvP sein, ne? Ich liebe ja diese Schrift, das ist so cool gemacht. Ihr seid ein wahrer Krieger. Die verfeindeten Fraktionen fordern euch zum Dienst auf. Besucht die Vertreter der Fraktionen und begebt euch in die Schlacht. Natürlich nehmen wir das an. PvP bin ich eigentlich auch ein sehr großer Freund von, auch wenn es wahrscheinlich, ja, viele Leute geben wird, die wahrscheinlich besser sind als ich. Wie zum Beispiel Marcel. Nee. Na, warten wir mal ab. Ich weiß es noch nicht. Eins machen. Ja, können wir ja irgendwann mal. So, ich würde aber sagen, bevor wir uns dann entscheiden, auf welche Seite wir uns schlagen, bedanke ich mich erneut fürs Zuschauen und verabschiede mich damit. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin.